Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen mit einer weiteren Folge der Evil Within mit unserem guten Castellanos und hinten dran unserem Zuckerarsch, was gerade ziemlich in der Klemme steckt. Da unten. Oh ne, ich habe nur das Auto, aber das kann es doch rammen. Den hole ich jetzt schon mal runter. Ey. Dein Ernst gerade. Tschüss. Arschloch. Jetzt mal zu diesem Wichsknödel. Ich darf nur nicht jetzt schon ins Wasser. Dein Ernst gerade. Oh Mann. Das wäre knapp, Freunde. Denn im letzten Part sind wir hier stehen geblieben. Mit diesem Knödel. Und ich hoffe, der kann hier jetzt nichts machen. Sonst bin ich am Arsch. So. Da gehe ich jetzt mit dem Snipengewehr dahinter. Ja, zwei. Ich schieße gleich beide runter. So. Ich muss mal. Tut mir leid. Scheiße, ist das einfach, wenn man es richtig macht. Scheiße, ist das einfach. Ich hatte ziemliche Sorge darum, dass wir hier nicht durchkommen. Ja, jetzt habe ich aber ein anderes Problem. Ich habe keine Muni. Außer noch zwei Stück hier. Ah. Es tut mir leid, aber Freundchen, du kannst mich mal. Kreuzweise. So, Muni bitte. Nein. Nicht Glibbergel. Aha. Hey Jungs, da hinten. Dein Ernst gerade. Danke, dass du die Lampe auch mal ausgeschaltet hast, Kollege. Breitarsch. Oh. Kollege, einmal Seite wechseln. So. Perfekt. Was sind das für glühende Scheiße? Ach ja, tut mir leid, dass ich im letzten Part einfach so cutten musste. Eigentlich hätte ich noch gar nicht gekonnt. Ich darf noch eine Stunde aufnehmen. Ich Vollidiot. Ich Vollidiot. Ich mag aber jetzt nicht mehr warten. Dafür habe ich jetzt die Muni bekommen. Hi. Was? Nee. Nee. Einfach liegen bleiben. Na, na, na. Und da die gute Zuckerarsch jetzt gerettet wurde, geht's hier schön weiter. Oh. Zuckerarsch muss warten. Ich muss hier looten. Da geht's gleich weiter, aber
erst Zuckerarsch retten und hier aufnehmen. Oh, inklusive sowas. Ja, gut, dann nehme ich mir jetzt schon eine gute, geölte Spritze. Danke. Oh. Ich bin's. Muni. Wenn du nicht gekommen wärst. Spar dir das für später auf. Da sind bestimmt noch mehr. Ja. Was heißt hier, pass auf? Darf ich mal auswählen? Arschloch, geh liegen. So, jetzt werde ich mal die süße alte Magnum testen, da ich sie sowieso sonst nie verwende. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ha. Interessant, und wir finden hier ziemlich viel Merkwürdiges. Aha. Kein Ernst gerade. Wie kannst du durch Decken schießen? Wow, das war ein heftiger Schuss. In your face, Kollege. So, ein heftiger Shot mehr und wir sind durch. Inklusive dem hier. Nehme ich alles gerne mit. Na, Zuckerarsch? Hat's dir gefallen? Ha. Ist hier unten überhaupt was? Und was nun? Ich gehe zuerst nochmal hier oben lang. Vielleicht können wir den Lift verwenden. Hi. Finde ich ja geil. Hätte ich das jetzt nicht gemacht, hätte ich Schlusseli nicht mitgenommen. Geil. Dann komm mit, Zuckerarsch. Wir müssen jetzt mal... Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Seit der Kirche... Du warst bei der Kirche? Ja, Joseph und ich. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, ging es ihm ziemlich schlecht. Was ist mit dem Jungen aus der Klinik, Leslie? Ich habe ihn in einem Käfig gefunden. Dann ist er abgehauen. Das ist leider wahr. Und jetzt haben wir eigentlich das Nervigste durch, Freunde. Das Einzige, was jetzt noch auf uns zukommt, sind Bosskämpfe en masse. Ah. Sind wir hier überhaupt richtig? Ich meine, das ist klar, aber... Gibt es uns andere Wege noch, die wir begehen können? Ich glaube nämlich nicht. Ja, ja, ja. Nur die Ruhe, Castellanos. Nö, dort oben liegt doch nichts, oder? Nee. Dann gehen wir mal da rein. Wir haben alle diese verrückten Sachen gesehen. Hattest du Nasenbluten oder Kopfschmerzen? Nein, warum? Joseph hatte das. Als ob er sich verwandelt in eins dieser Dinger. Vielleicht befällt das nicht jedem. Guter Kant, Sherlock, aber... Welche Kriterien braucht man dafür, ne? Das ist die andere Frage. Oh, gut deponiert. Das hier ein Gelee. Genau gleich wie dieses. Aber uns entgeht ja nichts. Unserem geschulten Auge. Okay. Ach so, oben lang. Dafür finde ich teilweise den richtigen Weg nicht. Oh, Cutscene. Nein,
Sebastian? Was ist... Bleib weg! Was soll das? Hast du auf mich geschossen? Du hast dich in ein Monster verwandelt. Mich angegriffen. Sorry, du bist infiziert. Er könnte dich benutzen, um mich aufzuhalten. Warte, wovon redest du? Das auf! Leslie? Leslie, bist du es? Leslie! Sehr gut. Nur noch etwas weiter. Was ist? Ruvik? Wo zum Geier sind wir denn jetzt? Leslie ist nirgends mehr. Nicht in diesem Raum oder Welt oder so? Oder wie will man das nennen? Hier hat eine Tür. Mal schauen, wo uns die hinführt. Diese Spielchen fangen an, mich zu langweilen. Ja, sag nix. Danger, oh ne. Nochmal der Henker da. Bitte nicht. Oh ne. Nicht der schon wieder. Zum Glück habe ich genügend Shotty-Munition. Wo ist der? Aha. Oh. So. Gut gemacht. Aha. Okay. Das war ein Fail, Freunde. Aber gut, wissen wir das. Eigentlich hätte ich damit rechnen müssen, als es Danger drauf stand, aber ja, woher will man das denn bitte schon wissen? Wenn man das erste Mal hier ist. Danger kann vieles... Ich dachte, es ist wieder so ein Rauchgedöns wie bei dem anderen Vollidiot. Ach so, ja, Feuer. Mann, bin ich behindert. Und ich knall drauf. Das heißt, wir müssen hier Stealth agieren. Okay. Kein Problem. Oh, da geht er hin, der gute Kollege. Aha. Ich muss jetzt nur warten, bis er auf die Seite kommt. Hört er das?
hier irgendwo einen Schlüssel? Wow. Mal wieder ein Stealth-Kill. Und der andere ist gleich hinter mir gewesen. Okay. Munition alle? Da hätten wir endlich die Schlüsselkarte und ich wette, wir kommen hier nicht so einfach raus, ne? Aber gut, doch, kommen wir sogar. Wenn ich jetzt noch zurückfinde. Yes. Und schon sind wir durch, Freunde. Oh yeah. So gefällt's mir. Und jetzt dürfen wir auch wieder ballern. Ich hätte auch zurückgehen können, glaube ich, und den anderen knallen. Aber okay. Und falls es nicht so ist, habe ich mir Zeit gespart, um nachzugucken, ob es wirklich gehen würde. Was? Joseph? Joseph. Was machst du hier? Wie gesagt, ich kenne die Story eigentlich nicht wirklich. Ich weiß nur ein paar Szenarien. Oh, Kontrollpunkt. Warum das denn? Also ja, finde ich cool, aber normalerweise immer von dem nächsten Ereignis kommt ein Kontrollpunkt. Oh, ich kann nochmal nachgucken und heilen. Okay. Oder besser gesagt, ich kann mich auftunen. Ah, gut. Da gehen wir gleich rein. Da muss ich, glaube ich, weiter. Ich gucke mir nur noch das hier mal an. Dann kann ich hier nämlich einfach nachher nur noch durchrennen. Jetzt könntest du eigentlich die Lampe ausmachen, ne? Danke. So, was könnte es hier noch so haben? Geht es hier auf? Nee. Da geht gar nichts auf und da kommen wir runter. Okay. Dann gehen wir wirklich kurz schnell zu diesem Tagebuch und speichern eine Runde. So, Tagebuch von Sebastian Castellanos, August 2012. Als hätte ich nicht schon genug um die Ohren, haben Joseph und die Aufgaben erhalten, eine neue Kollegin der Polizisten... Was? In den Polizistendienst einzuweisen. Großartig. Babysitten ist angesagt. Kidman ist jung und noch grün hinter den Ohren.
Aber wie alle Anfänger hat sie gewaltige Ansprüche und ich bemerke, wie sie mich jedes Mal schräg ansieht, wenn ich die Regeln ein wenig biegen muss. Sie versteht einfach nicht, dass das manchmal zum Job gehört, wenn man einen Fall knacken will. Das ist auf jeden Fall so. Was ihre Persönlichkeit angeht, ist sie ein kalter Fisch. Distanziert. Es ist ihr Job, zu beobachten und zu assistieren, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass sie eine Wissenschaftlerin ist, die sich Testexemplare in einer Petrischale ansieht. Sie scheint uns mehr zu beobachten, statt zu versuchen, von uns zu lernen. Irgendwas an ihr geht mir unter die Haut, aber ich kann nicht genau sagen, was es ist. Joseph sagte mal wieder, ich wäre übersensibel. Ich glaube, er ist in sie verschossen. Vielleicht jedenfalls muss ich darauf achten, dass ich mich bedeckt halte, wenn sie in der Nähe ist. Auf jeden Fall. Also hat sogar der gute Cassianos was bemerkt. Serial Killer. Investigator Missing. Ermittler verschwunden. Ermittler im Fall der Serienmorde verschwunden. Identität und Verbleib von Ermittler unbekannt. Die Ermittlungen zu den Serienmorden auf dem Land sind ins Stocken geraten. Die Polizei dementierte unterdessen, dass der leitende Ermittler vermisst wird. Okay. Wo ist Tatjana hin? Doch, geht sehr gut. Darf ich mal hier nachgucken kommen? Ob da was abgeht. Aber ich hab dich schon vermisst, Tatjana. Ich sag's dir. Wenn du nicht mehr da bist, wird's leer. Was habe ich? So 12.000. Ja. Sollte reichen für ein Upgrade. Und ja. Jetzt wird's schön, oder? Da gibt's auf jeden Fall Genauigkeit nochmal zu erhöhen, aber nee. Was machen wir da? Ich hätte schon einen Instant-Tod gerne, weil der bringt mehr. Ha. Okay. Machen wir. Und dann haben wir noch 2,5 zum Auswählen. Dann machen wir da die Munition hoch. So. Dann haben wir bis auf 50 Glibberhirn alles ausgegeben. Haben wir nicht noch ein Schlüsseli? Schon wieder. In dem Fahrstuhl gefunden. Eigentlich könnte man, wenn man böse sein möchte, speichern und jedes Mal ein neues Schrank aufmachen. Ganz wie man das gerne hätte. Und das nehmen, was man gerade benötigt. 7.000. Oh yeah. Oh my gosh. Das hat sich ja mal gelohnt. Na dann. Ja gut, das spare ich mir. Das ist dann für den nächsten Einsatz gedacht. Sehr gut. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Von The Evil Within und von euch und hoffe, euch hat der Part wieder mal gefallen. Wir haben Zuckerarsch gerettet, haben Joseph gesehen halt und auf jeden Fall klären wir die Stage immer mehr. Wir haben, kommen zwar noch nicht ganz mit, was alles so passiert ist, ist sein Kind verschwunden von Cassianos, seine Frau, ja. Und es geht ja in Teil 2 um seine Tochter, also lebt die noch. Einfach nur im Stam. Wie die in Stam geraten ist, keine Ahnung. Da freue ich mich schon auf Teil 2 von The Evil Within. Und diesmal kommt er dann zum Release direkt. Ich hoffe, bis dann bin ich mit den DLCs durch.
Und was passiert, wenn wir hier oben hingehen, das sehen wir in der nächsten Folge von The Evil Within mit Castellanos. Tödle.